Jetzt, einen Tag vor Weihnachten, haben wir ein Problem. Den Bereich drückt die Kacke raus. Hier ist unsere WC. Der läuft nicht ab. Hier war gestern andere Kollege da, also von anderen Firma. Hat er versucht mit elektrischer Spirale eine Lappe rausgezogen. Hat hier nicht funktioniert. Trotzdem ist verstopft. Leitung geht hier rein. Ungefähr hier macht der Bogen, weil ich komme mit der Kamera da rein. Das Problem ist, da ein Teststück verbaut, dann fährt meine Spirale nach oben. Und hier haben wir Waschanschluss. Von hier hat er Lapp rausgezogen. Wir schieben jetzt mal mit der Hand bis zu dieser Abzweig rein, also nach links, und schauen, dass wir unsere Teststück erwischen. Und ansonsten fahren wir immer in Waschmaschinenabfluss rein. Eine mehr sollte das sein. Machen wir jetzt den Trick 17. Fahren wir mit Kamera von vorne in den Waschraum rein und stelle ich meine Kamera daher, dann sehe ich, ob meine Spirale rauskommt oder nicht. So machen wir es. Leckere Kaffee habe ich auch schon mal bekommen. Und wir legen gleich los. Und heute habe ich einen Notdienst für René übernommen. René, wenn du das siehst, einmal liken und Video kommentieren. Das war deine Baustelle. Jetzt steht alles bereit. Meine Kamera hier ums Eck im Waschabfluss. Hier ist Übergang gleich auf den 100. Wasser steht voll. Und die schieben wir jetzt so weit, wie es geht. Und wichtig, wenn ich hier rauskomme mit meinem Werkzeug, dann stimmt was nicht. Dann habe ich falsch abgebogen. Und da haben wir schon. Da ist meine Spirale. Das heißt, ich bin nicht richtig drin. Wer hat das verbaut? Hier sieht man jetzt klar und deutlich meine Nordhaken. Ja. Und irgendwo da muss eine Abfluss. Jetzt machen wir dann mit Rechtslauf drehen und kommt hier Bewegung. Sobald hier Wasser bewegt, kommt hier auch Bewegung. So. Mit viel Glück und sehr viel Erfahrung. Fahren wir mal rein. Okay. Muss ich wahrscheinlich hier mit der 16er reingehen, direkt in die Fallleitung, weil oben gibt es ja keine Toiletten mehr. Ja, weiter geht's. So. Ja.
jetzt momentan nicht. Und durch diese Bogen oder ein Teststück oder falsch verbaute Bogen komme ich jedes Mal in diese Fallleitung. Entweder fahren wir jetzt mit der 16 nach vorne oder ich versuche jetzt meine Spirale zu biegen nochmal rein. Fahren mal mit die 16 rein. Das Problem, das besteht, wenn da dieses Produkt drin ist, dass meine Spirale wird voll und wir kommen nicht mehr raus. Aber wir versuchen nochmal. Jetzt kommt der Notversuch mit 16er Spirale. Normalerweise machen wir sowas nicht in 100er. Draußen haben wir keinen Schacht. Ich fahre jetzt von da mal rein. Und euch lasse mal anschauen, wie das wegfließt. Ich hoffe mit Erfolg bei mir. Ansonsten muss ich halt was anderes machen. Wir probieren jetzt mal aus. So. So wird es ja besser sein. Ja, jetzt perfekt. Schau mal. Immer noch keine Bewegung. Die erste Spirale ist schon mal drin. Ja. Jetzt schauen wir mal weiter. Schau mal das an, endlich mal. Aber ich habe sehr starken Widerstand gehabt jetzt. Perfekt. Ich hoffe jetzt, dass da keine Lappen drin sind. Und es läuft dann ab. Aber hier läuft es immer noch nicht ab.
ganz, ganz langsam. Ich fahre jetzt trotzdem mal weiter rein. Hier lassen wir jetzt mal Wasser ganz leicht laufen. Nein, noch nicht. Die letzte Baustelle hat schon gereicht. Also bei zweiter Spirale habe ich einen starken Widerstand gehabt. Und ich hoffe, dass das jetzt kein zweiter Lappen wird. Und da habe ich auch sehr starken Widerstand immer noch. Ich muss mal mit der Lappe rausfahren, einfach das rausfahren und dann schauen, was da los ist. Aber zuerst lassen wir mal Wasser laufen. Die Spirale, sie kämpft sich richtig rein, aber jetzt geht es viel leichter. Ja. Jetzt geht es viel leichter. Jetzt schauen wir, ob Wasser abläuft ordentlich. Hallo, servus. Hallo, servus. Ah, jetzt hört man was. Jetzt hört man was richtig. Blub, blub, blub. Jetzt schauen wir mal. Und hier läuft es auch ordentlich ab. Das heißt, jetzt fahren wir die zwei Spiralen mal komplett raus. Und ja, dass da schauen wir, ob wir überhaupt was dran haben oder nicht. Das können wir gleich mal wegspülen, oder? Ja, jetzt. Sollte alles weg sein. Das ist alles Toilettenpapier. Jawohl. Passt. Füllen wir jetzt ab? Ja. Okay. Dann schauen wir mal, was ich am Spirale habe und machen wir eine komplette Kamera-Check der Leitung. Warum bin ich überhaupt nicht mal durchgekommen? So, jetzt bin ich drin mit der Kamera und der macht ja folgendes Bogen. Hier macht der Bogen einmal und hier bin ich nach oben gefahren. Da ist jetzt meine Spirale. Die fahren wir jetzt gleich raus und schauen mal, was los ist. Ne? Und dann schaue ich, ob ich mit meinem Modul hier überhaupt durchkomme in der Leitung und an. Morgen gibt es ja Weihnachten. Ne? Zeige ich euch mal in kleinen Short, wie unsere Tisch aussieht. Seht ihr das? Erste feuchte Tuch. Und sie haben gesagt, sie haben kein feuchte Tücher drin. Eins, zwei. Zwei habe ich schon raus. Da kommen doch die hier nicht zwingen. Ja, das ist doch ein Familienhaus, oder? Ja, vom Nachbar kommt es. Nee, ist schon da. Aber es war so, da ist früher ein ganz alter Mann da gewohnt. Okay. Da, und die wohnen ja erst einen Monat da. Ja, kann sein, dass es alte sind, aber so wie, ja, da, so wie aussieht, das ist nicht so alt. Weil die älteren feuchte Tücher kriegen halt andere Farbe. Bisschen. Das ist ja, das wird wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, da bin die Toilette nicht mehr abgelaufen, wie sie es da rüber tut. Ja, und das mit 16er Spirale, da besteht das Gefahr, dass ich jetzt meine Spirale nicht mehr rauskriege. Und dann ist Feierabend. Dann stemmen wir hier auf. Weil die Spirale braucht wieder. Ja, klar. Oh je, je, je. Wasser fließt noch ab, oder? Ja, ja, fließt noch ab. Perfekt. Das ist das Wichtigste, oder? Ja. Weil morgen gibt es Weihnachten und keine Toilette. Das ist ja scheiße, ja. Das ist scheiße. Und nach Weihnachten brauchen wir Toilette, oder? Ja, genau. Weil das Ganze, was verarbeitet wird, muss wieder rauskommen. Es ist sowieso, bei Neubauten haben wir die viel größere Rohre, oder? Es kommt drauf an, welche Rohre ist verbaut. Also hier ist der 100 Rohr, also hier ist 50 und weiter nach unten geht der 100er Rohr. Und ja, so wie aussieht, sind noch ein paar feuchte Tücher drin. Aber das sehen wir gleich. Jetzt kommt die letzte Spirale und wir schauen mal, ob da noch was rauskommt. Ein paar haben wir schon raus. Der Widerstand habe ich jetzt keine mehr. Dann schauen wir mal von der C-Leitung mit einem Modul die komplette Leitung, wie der aussieht. Ich
habe ich jetzt ganz vorne sehr viel Feuchtigkeit. Oder das Werkzeug kommt jetzt sauber. Dass die sind schon runtergefallen. Ich glaube. Jetzt kommt ziemlich sauber. Ah ja, doch, kommt noch eins, zwei, drei. Alter, Dreierpack. Jawohl. Dreierpack haben wir da. Gut. Dann machen wir mal die erstmal weg und dann schauen wir mal, ob da noch weitere dazu kommen. Hey. Und das über 50er Leitung raus tun, das ist schlecht. Hat der Kollege gestern eine Lappe rausgezogen oder feuchte Tücher? Ein Lappen, glaube ich, hat er gesagt. Ich war nicht dabei. Okay. Ja, das ist jetzt schon so eine Mischung mit Toilettenpapier und feuchte Tücher. Ah, das ist ein feuchtes Tuch. Das ist ein gutes Geschäft, feuchte Tücher verkaufen. Ja, genau. Ich glaube, ich muss auch welche machen zum Verkaufen. Du musst Werbung machen, damit, ja, damit du weiter einen Job hast. Oder? Aber ich glaube, du hast genügend zu tun, unser oder? Job, ohne feuchte Tücher gibt es genug Arbeit, glaube ich. Das glaube ich. Das bremst uns nur zusätzlich ab. Das glaube ich, ja. Aber immerhin, die Leute schmeißen trotzdem weiter rein. Ja. Alter, auf geht's. Ja, jetzt habe ich Blockade, fertig. So, jetzt muss ich das alles irgendwie rausstecken. Weil hier habe ich 40er Zugang. Ich hoffe, dass ich jetzt über das Kleine noch irgendwie rauskriege, weil sonst ist Feierabend. Ah, da. Ja, haben wir es schon. Hier haben wir es schon. Ist das mein Weihnachtsgeschenk vom Kunden oder was? Ja. Unglaublich. Da ist da richtig viel. Oh! Und ein Putzrajan noch. Ein Putzrajan noch. Gibt's ja nicht. So. Was? Ein Putzrajan. Ja. Das ist eine Ladung. Ja, dieses Christkind unterbringen, das ist der Nikolaus. Ja, hallo, ist der Nikolaus reingefallen in die Toilette oder was? Wieso zeig hier? Hast du mitgebracht? Ja. Na, obwohl, war das alles drin, das Papierzeug auch? Nein. Alles. Das war alles drin. Ach, das ist das Klopapier wahrscheinlich. Das ist feuchte Toilettenpapier. Ja, okay. Ja. Toilettenpapier ist ja in Ordnung. Putzrasch ist auch noch drin. Ja, siehst du schon, das sind die Metallspäne da, schau. Ja. Das ist der Putzrasch, ja. Und gestern hast du schon zwei Lappen aufgemacht, gell? Da ist der, keine Ahnung, was das ist, eine Zahnseile und, ach, da ist da richtig viel Zeug drin. Zahnseile habe ich tatsächlich nicht. Das ist komplett ohne Baustoff. Der Freili. Vielleicht hat er einen Sitzpunkt dabei. Du brauchst einen Dichtring. Bestimmt. Ja, aber Dichtring hilft meistens. Meistens platzt ja alles nur. Und das kostet nicht viel, das kostet vielleicht. Okay, das mache ich jetzt mal weg. Und dann schauen wir mal in der Leitung, wie das aussieht. So, jetzt schauen wir mal. Die Ursache war das natürlich unsere Feuchtetücher mit Putzrasch. Und wir schauen jetzt mal von da mit der Kamera rein, wie das aussieht. So. Warum bin ich nicht durchgekommen? Das sehen wir jetzt auch gleich, weil davor habe ich auch geschaut. Da geht er gerade und macht den Bogen. Und hier in dem Bereich ist falsch verbaute Bogen. Hier komme ich nicht durch, weil hier, wenn ich jetzt weiterfahre, komme ich Richtung Waschmaschine. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob da mein Licht sichtbar ist. Und von da vorne machen wir eine Kamerafahrt. Hier bin ich jetzt drin. Wir schauen jetzt mal von da mit der Kamera rein, wie die Leitung überhaupt aussieht.
Na gut. Jetzt schauen wir mal rein. Weiter. Weiter geht's. Mit der Kamerafahrt. Machen wir mal. Hier. Jetzt könnt ihr mal aufpassen, ob ihr da diesen Zulauf von Toilette seht. Aber hier komme ich nicht mit meinem Modul rein. Und hier sehe ich keinen Zulauf. Also in dem Bereich, irgendwo in diesem Knick, sollte unser Zulauf sein vom WC. Weil da ist schon Übergang auf Hauptkanal. Da ist leichte Ablagerung. Da ist die Muffe defekt, leicht Zulauf, Muffe. Und was ich noch gefunden habe, da ist auch ein bisschen Wurzel drin. Aber hier komme ich mit dem großen Werkzeug nicht rein. Das heißt, da muss ich einmal aufstellen und ein bisschen mal umbauen. Und da habe ich jetzt nochmal Muffe-Defekt und hier sieht man jetzt oben einen Ausschnitt. Also hier ist irgendwo ein Zwischenschacht. Und wenn ich weiter nach vorne fahre, wieder Muffe-Defekt. Also alle Muffen sind gleich beschädigt. Und hier habe ich meinen Kanal bei 10 Meter. Der ist irgendwo unter die Wiese drin. Ja. So. Für morgen, Weihnachten ist jetzt gerettet. Abfluss ist wieder frei. Feuchte Tücher sind hier draußen. Jetzt kommt das ganze Werkzeug mal im Auto. WC zusammenbauen. Auf Funktionstesten. Und dann, glaube ich, für heute ist ja mal Feierabend. Ich habe jetzt für René 4 Aufträge gemacht. So, Weihnachten kann kommen. Klarschlüssel zusammengebaut. Jetzt machen wir einen kleinen Funktionstest. Ist alles dicht. Perfekt. Und es hört sich sehr gut an. Er hat es geschafft, der Orange. Alles klar, ich wünsche euch alle ein frohes Weihnachten, einen guten Rutsch. Und ich schaue, dass ich in meinem Urlaub meinen Kanal noch weiter bearbeite, weitere Sprachen reinfüge und so weiter. Also abonniere, like dieses Video und gerne als Mitglied abonnieren.